Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Liebe Brüder, liebe Schwestern im Islam, wir sind jetzt in einer Zeit, die Sommerzeit, und ihr wisst, wie die Sommerzeit vor allem in diesen Ländern hier ist. Es gibt sehr viel Fitna, es gibt sehr viele leicht bekleidete Frauen in dieser Zeit, wo es so heiß ist, wo man immer von Freiheiten spricht. Und deswegen sollten wir achten, darauf achten, dass wir Allah fürchten in diesem Sommer. Vor allem, es kommt eine zweite Sache dazu. Es kommt auf uns dieser Sommer zu, wo viel Fitna und wo viele leicht bekleidete Frauen gibt und so, wo viel Unheil verbreitet wird, und wo viele Sünden sich anhäufigen. Gleichzeitig kommt uns aber auch in diesem Sommer der Monat Ramadan, Monat der Vergebung, Monat der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, Monat, wo wir Allah fürchten sollten, der Monat, wo wir von Sünden uns entfernen sollten. Das heißt, es kommen uns zwei Sachen. Der Sommer, mit das, was er alles mitbringt, mit sich bringt. Und dieser gesegnete Monat, wo wir ein Verhalten zeigen müssen, wo wir uns mehr distanzieren sollten von Sünden. Deswegen ist es eine wichtige Sache. Wie können wir das vereinbaren? Den Sommer mit dem Monat Ramadan. Dass wir in diesem Monat das Beste aus uns rausholen und dass wir in diese Fitna gar nicht fallen. Und diese Fitna, uns von dieser Fitna entfernen in diesem Sommer. Vor allem, man braucht auf die Straße zu gehen, man braucht Sachen zu erledigen, man braucht auf die Schule zu gehen, in die Arbeit zu gehen, aber ihr seht, wie die Umgebung ist, ihr seht, wie die Fitna sich verbreitet, ihr seht, wie die Frauen sich ankleiden. Was machen wir? Hier erinnern wir uns als allererstes an die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ sagt zu den Gläubigen, يَرُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ die sollen von ihren Blicken senken und وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ und sollten ihre Geschlechter halten. Das ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ das ist reiner für sie. Allah SWT will für unsere Herzen die Reinheit. Das heißt, Allah befiehlt uns, unsere Blicke zu senken und genauso befiehlt er den Gläubigeninnen, also die Frauen, die gläubigen Frauen, dass sie auch ihre Blicke senken. Das heißt, Allah spricht die Gläubigen und die gläubigen Frauen an, dass sie ihre Blicke senken. Die Blicke senken ist die Lösung dafür, wenn wir auf der Straße sind, vor allem in den Sommer, wo sehr viele Leute sich leicht bekleiden. Es gilt für Frauen genauso wie für die Männer. Man muss fernhalten, seine Augen senken oder wegschauen von dem Haram. Obwohl das schwer ist, aber ist ein Befehl, den wir ausführen sollten. Und hier auch eine Sache, damit nicht derjenige sich immer gottesfürchtig zeigt und vor den Leuten macht er auf gottesfürchtig, A'udhu Billah. Aber wenn er alleine ist, wenn er auf der Straße ist, wo er weiß, keiner sieht ihn, wie sind seine Blicke dann? Allah SWT sagt, und hier ich erinnere jeden Bruder und jede Schwester, wenn ihr alleine seid, solltet ihr Allah fürchten. Allah sagt, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْمَى وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Er weiß, die verräterischen Blicke kennt Allah SWT. Was ist verräterische Blicke? Ibn Abbas erklärt, sagt als Beispiel dafür, weil das ist allgemein für alle verräterischen Blicke, aber als Beispiel dafür sagt Ibn Abbas, das ist der Mensch, das ist der Mann, der in ein Haus reinkommt, wo in dem Haus vielleicht eine schöne Frau gibt und oder es kommt an ihm eine schöne Frau vorbei, dann sagt Ibn Abbas, wenn die Leute ihn nicht beobachten, wo seine Blicke hingehen, dann schaut er auf sie. Und wenn sie auf ihn schauen, dann schaut er weg. Sagt Ibn Abbas, das ist als Beispiel für die verräterischen Augen. Die verräterischen Augen, die sich zeigen, dass sie gottesfürchtig sind und nicht auf Frauen schauen oder nicht auf den Haram schauen, aber wenn die nicht in Beobachtung sind, dann lassen die ihren freien Lauf,
Das ist sozusagen etwas, was Allah SWT auf jeden Fall weiß. Er weiß die verräterischen Blicke und er weiß, was die Herzen verbergen. Das ist noch weiter. Allahs Wissen umfasst alles. Er weiß, wenn du deine Augen verraten, auch wenn die Leute das nicht gesehen haben, Allah sieht deine Blicke, wohin sie hingehen. Und genauso weiß er, was in deinem Herzen, was du begehrst, was du machen würdest, was du als Fantasie hast. Alles weiß Allah SWT. So sollten wir Allah fürchten, vor allem im Sommer, vor allem auf der Straße, vor allem, wenn es ein sonniger Tag ist, da sollten wir Allah SWT fürchten. Und auch eine wichtige Sache, liebe Brüder, liebe Schwestern. Hier, der Muslim oder Nicht-Muslim, überhaupt der Bürger, wenn er auf die Straße geht, er muss die Straßenregeln kennen. Er muss zum Beispiel sich daran halten, an diese Straßenregeln, deswegen muss er sie gut kennen. Er weiß, wenn die Ampel rot zeigt, das bedeutet, ich darf nicht gehen. Dafür fahren die Autos. Und wenn es einen Zebrastreifen gibt, das bedeutet, ich habe Recht, ich gehe erst. Und dann, wenn ein Auto kommt, dann darf das Auto gehen. Deswegen, man geht sicher in der Straße und guckt nach grün, rot. Und so funktioniert auch Straßenverkehr. Und das ist gut, damit es keine Unfälle gibt, damit es keine Probleme gibt. Aber genauso, wie es Straßenregeln gibt, die unser Leben schützen und unsere Verkehren regeln, gibt es auch Straßenregeln von Allah subhanahu wa ta'ala, die unsere Verhalten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala regeln. Und Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala für die Straße, sollten wir darauf achten, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat er befohlen, dass wir die Straßenregeln, also das Recht von der Straße geben sollten. Dann sagen die Sahaba, was ist denn Recht von der Straße? Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man die Blicke senkt. Das heißt, der Muslim, wenn er auf die Straße geht und er weiß, hier ist rote Ampel, da darf ich nicht gehen, weil sonst ein Auto mich überfährt, dann soll er auch an die Straßenregeln denken, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und soll er sich noch mehrere Ampeln vorstellen? Eine Ampel ist, wenn eine Frau an dir vorbeigeht. Hier ist rote Ampel, darfst du nicht hinschauen. Das sind Straßenregeln vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an denen jeder Muslim glauben muss. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Die Blicke senken. Blicke von Haram senken. Wie schwer fällt dir das, auf der Straße bei Rot zu gehen, aber wie leicht fällt dir das, auf eine Frau zu schauen? Hier musst du wissen, hier ist auch eine rote Ampel. Eine rote Ampel, wo Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Gesetz gemacht hat. Wo Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der bestraft dafür. Hier geht es nicht um Knöllchen. Hier geht es um die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, wo wir Allah fürchten sollten. Es sind Regeln, die die Gesellschaft reinhält, die die Sünde frei macht aus der Straße, die die Straße sauber hält. Was gehört zu diesen Regeln? Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Blicke senken. Was noch? Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das Schaden beseitigen von der Straße. Was für ein Recht Allah subhanahu wa ta'ala für die Straße gegeben hat. Dass man in diese Straße nicht zu Schaden zukommt. Dass nicht jemand stolpert. Dass nicht jemand verletzt wird. Dass man das, wovon man sich ekelt, beseitigt. Sei es Glasscherben, wo sich jemand verletzen könnte. Ist von Iman des Muslims, dass er das beseitigt. Wenn Dreck gibt, oder irgendwas, was eigentlich den Menschen verletzen könnte oder ekeln könnte, dass man das beseitigt, das gehört zu dem Recht der Straße. Deswegen wundere ich mich über Muslime, die vielleicht was kaufen und sozusagen anstatt 100 Meter bis zu sozusagen Mülltonne warten,
dass sie das direkt auf die Straße werfen. Das gehört nicht zum Verhalten des Islams. Das gehört nicht zu dem Recht von der Straße. Die Rechte der Straße, die der Prophet Muhammad uns gegeben hat, dass wir die Blicke senken, dass wir nicht auf der Straße was werfen. Im Gegenteil, wenn wir was sehen, dass wir das beseitigen. Das heißt, Aufgabe des Muslims ist, dass er den Schaden beseitigt, nicht den Schaden tut auf der Straße. Auch zu den Rechten von der Straße gehört, das Salam zu erwidern. Dass wir, wenn jemand uns Salam Aleikum sagt, dass man Aleikum Salam gibt. Und noch eine Sache, die viel besser ist und viel, mit viel Belohnung verbunden ist, dass wir selber den Salam geben. Dass du der Erste bist, der Salam gibt. Wo ist dieses Verhalten? Hier gibt es eine Straße, hier als Beispiel, hier gibt es eine Straße. Wie viele Läden gibt es da, Muslime, wo man einfach nur vorbeigeht? Wo ist Salam Aleikum? Du weißt, hier ist ein Muslim, sag Salam Aleikum, sag Salam Aleikum. Verbreite den Salam, sagt der Prophet Muhammad. Verbreite den Salam. Also sagt euch gegenseitig Salam Aleikum. Das lässt die Liebe unter uns verbreiten. Das lässt die Brüderschaft verstärken. Es gehört zu den Rechten der Straße, dass man den Salam erwidert. Wie viele Leute gibt es, die Salam Aleikum sagen, dann kommt der Bruder mit eiskaltem Gesicht, gibt dir nicht Salam und geht einfach weiter. Es gehört zu Recht von der Straße. Man verletzt den Recht von der Straße. Dann sagt der Prophet Muhammad, was auch zu den Rechten der Straße gehört, wo wir viele Ampeln, wo wir über viele Ampeln über Rot gegangen sind. Diese Ampel, Al-Amr von Ma'ruf, von Nahi al-Munkar, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, das ist ein Recht von der Straße. Das heißt, die Straße, genauso wie sie sauber gehalten werden sollte, von materiellen Sachen, wie Glasscherben oder Dreck oder irgendwas, was zu Recht von der Straße ist, dass sie äußerlich sauber aussieht, dann auch über die Sünden, dass man die Straße nicht verdreckt mit den Sünden. Deswegen gehört das zu dem Recht von der Straße, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Wie viele Muslime siehst du, gehst du an die vorbei, die rauchen, haben Alkohol in ihre Hände oder haben irgendwelche Sünde, machen Frauen an. All diese Sachen, da müssen wir uns gegenseitig korrigieren. Auf der Straße sollte nicht die Sünde verbreitet werden. Dass du deinen Bruder zur Seite nimmst. Bruder, barakallahu fiq, du bist doch Muslim, erinnerst du an den Islam, korrigierst du mit guter Art und Weise, ohne zu beschimpfen, ohne harte Wörter, ohne verletzende Wörter zu benutzen, aber dass du was dazu beiträgst, den Schaden zu beseitigen, die Sünde zu beseitigen von der Straße, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, das gehört zu den Rechten der Straße. Deswegen, wir haben als Muslim, als Muslime nicht nur die Straßenverkehrsordnung, dass man sozusagen das, was man regelt unter den Autos und Menschen und Fahrrädern, sondern wir haben auch Straßenregeln über islamische Straßenregeln, wie man sich als Muslim auf der Straße verhält, dass man dann weiß, das ist ein Muslim, der auf der Straße geht. Nicht, dass man heutzutage auf den Muslim zeigt, mit all seinem schlechten Verhalten und sagt, guck mal, der Muslim, wie der auf der Straße geht. Der Muslim, der Schlägereien provoziert. Der Muslim, der die Straße verdreckt. Das gehört nicht zu den Akhlaq von Islam. Das gehört nicht zu dem Rechte der Straße im Islam. Deswegen, diesen Sommer, sollten wir daran denken, das Recht geben von der Straße. Und dazu gehört, die Augen senken. Und auch, warum sollten wir auf jeden Fall die Augen senken? Weil das gefährlich ist. Weil der Prophet Muhammad hat uns das Augensenken, sozusagen, wenn man auf den Haram schaut, hat er das als eine Sinna betrachtet. Denn das Sinna wird mit den Körperteilen betätigt. Durch das Hinsehen, durch das Anfassen und durch auch andere Sachen, was dann letztendlich zu den richtigen Sinner, zu den großen Sinner führen, zu den großen Sünde führen. Deswegen, als Allah uns den Sinner verboten hat, also dieser Akt, dieses Geschlechtsakt, was haram ist, hat er auch alles, was dazu geführt,
was dazu führt, hat er auch verboten. Damit das für uns leicht ist, nicht in diese große Sünde zu fallen. Deswegen, wie einige Gelehrten gesagt haben, das Hinschauen macht sozusagen bei dem Menschen den Gedanken. Und wenn dieser Gedanke kommt, dann wird das zu einer Idee. Und wenn diese Idee sich entwickelt, dann wird das zu einem Gelüst. Und wenn dieses Gelüst stark wird, dann wird das zu einer Festentschlossenheit. Und wenn diese Festentschlossenheit kommt, dann gibt es dann, waliyadu billah, das Geschlechtsakt und den Zina. Deswegen, das eine führt zu dem anderen. Und als uns Allah subhanahu wa ta'ala die Blicke senken befohlen hat, ist dafür für unseren Schutz, damit wir nicht dazu kommen in den großen Zina. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das schon in einem Hadith gesagt. Der Mensch, der Sohn Adams, wurde ihm vorgeschrieben, was von Zina, also er hat sozusagen einen Anteil von Zina, das er auf jeden Fall macht, und hat er erklärt, denn das Auge macht Zina, und das Zina von Auge ist das Hinschauen auf das Haram, und die Zunge macht Zina, und die Zina von der Zunge ist, dass es spricht mit dem, der nicht erlaubt ist, und genauso ist das auch mit der Seele. Sie wünscht sich und sie macht sich Gedanken und sie hat Vorstellungen, und am Ende das Geschlechtsteil entweder bestätigt das, das heißt, das wird dann das große Zina, oder verneint das, das wird dann nicht zu den großen Zina. Deswegen sollten wir aufpassen von den Zina von unseren Augen, dass wir nicht auf den Haram schauen. Dann gibt es auch eine Sache, was eigentlich bei vielen oder bei den meisten passiert, das plötzliche Hinsehen. Man hat nicht gewollt, man guckt rechts oder links, vor allem in die Straßen heute, wo es sozusagen ein schöner Tag ist, dann siehst du, irgendwie kommt ein Auge auf eine vielleicht leicht bekleidete Frau oder auf ein Haram oder auf eine Aura. Was solltest du machen? Dann solltest du diesen Blick sofort sozusagen senken oder drehen, denn das, was du nicht gewollt hast und da ist dein Auge darauf getroffen, da willst du nicht dafür in Verantwortung gezogen. Wie der Prophet Muhammad zu Ali gesagt hat, O Ali, la tabi' an-nadra an-nadra, also lass das erste Blick nicht den zweiten Blick folgen, sagt der Prophet Muhammad, denn das erste, da wird dir sozusagen, wirst du nicht zur Verantwortung gezogen, für den ersten Blick. Aber die zweite wird sozusagen dir zugerechnet. Deswegen, wer plötzlich schaut und hat das nicht gewollt, der soll sich sofort drehen und dann wegschauen. Und wie gesagt, das ist eine Disziplin, das braucht jeder Muslim, diese Disziplin zu entwickeln, damit er inshallah sich sozusagen distanziert von der Fitna. Vor allem, weil du daran denkst, du bist im Ramadan, du bist im Fastenmonat, es ist Sommer, aber du willst Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Deswegen diszipliniere, trainiere dich, und sollst du sehr gute Disziplin haben, dass du in diesem Fastenmonat nicht deine Augen sozusagen freien Lauf gibst. Dann ein zweiter Hinweis, liebe Brüder und liebe Schwester, vor allem an die Schwester, die sozusagen in diesem Sommer rausgehen aus dem Haus. Als allererstes, meine Nasiha an alle Frauen, meine Nasiha an diejenigen, die verantwortlich sind für die Frauen, also ihr, lasst die Frauen nicht oft rausgehen. Und die Frau im Islam geht nicht oft aus dem Haus raus. Das erste Punkt. Ob sie mit Hijab oder ohne Hijab, soll nicht oft raus aus dem Haus gehen. Soll nur rausgehen, wenn sie ein Bedürfnis hat. Vor allem jetzt im Sommer. Meidet das, dass die Frauen sehr oft rausgehen auf die Straße, denn das ist auch ein Teil von der Fitna, wo die Männer gierig werden, wo sie auf falsche Sachen stoßen und ihr auch auf falsche Sachen stoßt. Haltet eure Ruf und eure Frauen sauber, dass ihr inshallah zu Hause bleiben. Vor allem im Ramadan-Monat will die Frau die Hasanat sammeln, und sie hat sowieso mit sozusagen Kochen und Verantwortung für Familie zu tun. Deswegen soll sie sozusagen, verpasst sie auch vieles, was sie von Hasanat machen könnte. Aber da sage ich auch den Frauen, denkt nicht, das, was ihr macht,
hat keinen Wert oder habt ihr vielleicht verpasst, was von Koran lesen oder so weiter. Das, was ihr macht, wenn ihr bei Allah SWT eine reine Absicht habt, dass ihr das Essen für die Familie vorbereitet und dass ihr, inshallah, die Belohnung von allen Fastenden bekommt, indem ihr die Fastenden was zu essen speist, dann habt ihr, inshallah, eine Riesenbelohnung. Und jeden, der von euren Essen isst, ihr bekommt die Belohnung von seinem Fasten, wie er gefastet hat. Das ist sozusagen eine große Gabe von Allah SWT. Aber vermasselt das nicht mit vielen Gehen in rausgehen oder zu den Märkten. Und da sollten die Männer und die Frauen zusammenarbeiten. Der Mann sollte immer der Frau alles bringen, was sie braucht, damit sie nicht sozusagen öfters aus dem Haus rausgeht. Das ist sozusagen eine Zusammenarbeit, was stattfinden sollte zwischen Männern und die Frauen. Und als letztes wollte ich auch sagen, die zweite große Problem, was wir diesen Sommer haben, was übereinstimmt mit Ramadan, also ist gleichzeitig Ramadan gekommen und diese Sache, und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft. Heute zu Fitna gehört das, dass die Fußballmeisterschaft kommt parallel mit Ramadan. Und leider ist das eine Fitna. Wieso? Weil Allah subhanahu wa ta'ala alles passiert auf dieser Erde mit seiner Erlaubnis. Allah subhanahu wa ta'ala stellt uns auf die Prüfung. Und ihr seht, leider, die Menschen sind Fanatiker geworden. Und wenn ich euch eine Sache erzähle, vielleicht schreckt das ab, aber das ist eine Tatsache. Dieser Fanatismus zu dem Fußball und zu den Sportakten und zu den Schauspielern und Filmen und so weiter, das ist ein Plan, der schon früher geschmiedet wurde. Und es gibt ein Buch, das haben Leute verfasst von sozusagen die weisen Juden, die einen Plan gemacht haben, wie sie die Vorstellung haben, wie sie die Welt sozusagen lenken wollten. Und da haben die dazu gesagt, das ist einer der 14. Band von diesem Buch, sagt, wir müssen die Völker beschäftigen mit Sportaktivitäten, mit Sportakten und mit sozusagen Schauspielerei und sozusagen Musik und so weiter. Damit wir es leicht haben, sie unter Kontrolle zu bekommen. Das ist ihre Aussage. Und guck mal jetzt, die Weltmeisterschaft oder Konzerte oder irgendwas, wo es die Leute beschäftigt, wo die Leute sozusagen eine Bereitschaft haben, eine Weltreise zu machen, um das zu erreichen, um das zu erleben. Oder die lassen all ihre Beschäftigung, damit sie Fußball-Weltmeisterschaft gucken. Diese Euphorie, die die Menschen haben, das ist ein Teil von diesem Plan. Und leider, die Muslime, die Allah SWT geehrt hat mit dem Islam, sind ein Teil von diesem Plan. Sie haben Euphorie. Und ich bedauere, Wallahi, ich bedauere, dass einige Muslime es mehr freut, die Weltmeisterschaft zu erleben, als Ramadan zu erleben. Gibt es. Wieso? Weil das ist in dem Blut, das fließt in dem Blut. Fußball, Weltmeisterschaft. Wer wird Weltmeister? Wer spielt gegen wen? In welcher Gruppe ist der? In welcher Gruppe ist der? Das ist etwas, was in dem Blut fließt. Aber wenn man über Ramadan redet, wenn man sagt, Ramadan ist Monat der Vergebung, wenn man sagt, Ramadan ist Monat der Barmherzigkeit, wenn man sagt, Monat Ramadan, da öffnen sich die Türen vom Paradies. Das juckt keinen. Und deswegen heute, diesen Sommer, die größte Fitna, die es gibt. Du wirst zwischen zwei Beinen gestellt. Es gibt Ramadan der Vergebung. Wer da gewinnt, der hat den größten Gewinn erreicht. Und es gibt diese Fußball-Weltmeisterschaft, die leider in unserem Blut fließt. Wofür entscheidest du dich? Ich habe mich gewundert, dass früher, bevor die Weltmeisterschaft gekommen ist, dass früher die Muslime gemeckert haben. Die haben gesagt, gibt es nicht eine Fatwa, dass man Maghrib und Isha zusammenlegt?
weil wir es schwierig haben, am nächsten Tag müssen wir arbeiten. Und es ist schwierig, bis Isha zu warten. Haben die Gelehrten gesagt, es gibt. Wenn jemand in Bedrängnis ist, darf er zusammenleben. Aber heute schweigen die. Heute meckern sie nicht. Heute reden die nicht, dass sie sehr lange wach bleiben müssen. Weil natürlich in Brasilien werden die, findet Weltmeisterschaft statt. Das heißt, man muss lange warten, weil es eine Übertragungszeit gibt. Da meckern sie nicht mehr, weil es zu spät gesendet wird. Sie sind bereit, bis 12 Uhr zu warten. Sie gucken sich das an. Ich weiß nicht, wie viel Zeit also die Übertragung ist. Ich habe gehört, Allahu A'lam, um 12 Uhr gibt es Übertragungen, wenn ich falsch liege, Allahu A'lam. Aber sie sind bereit, bis dahin zu warten. Selbst wenn es um 12 Uhr wäre. Wieso? Weil sie haben Euphorie. So diese Sache. Das fließt in dem Blut. Und dafür sind sie bereit zu warten. Auch wenn sie es schwer hätten, am nächsten Morgen zur Arbeit aufzuwachen. Aber sie bleiben. Aber wegen Isha, sagen wir, Isha ist zu lang. Isha, dann müssen wir nächsten Tag arbeiten. Warum legen wir nicht zusammen? Das ist etwas, was schade ist. Deswegen kommt dieser Ramadan, wirst du auf Prüfung gestellt. Wofür entscheidest du dich? Es gab Leute, das habe ich schon gehört, es gab Leute, die haben gesagt, wir sind bereit, sozusagen Tarawih zu verlassen wegen Fußball. Gab es da nicht. Einige Moscheen wollen als Lösung machen, als Lösung, sie wollen sozusagen Fernsehen bringen in die Moschee, damit die Leute nicht von Tarawih weggehen, damit sie die Leute im Schach halten. Betet Tarawih und dann guckt Fußball. Guck mal, in welchem Niveau wir geworden sind. Deswegen, wie ich in der letzten Khutbah gesagt habe, wen Allah SWT es verhilft, Ramadan am besten zu praktizieren, das ist nur eine Hilfe von Allah SWT. Wessen Herz dazu geführt wird. Wer es gewollt hat, wer die Nähe hat, Allah zufriedenzustellen, wer Dua gemacht hat, wer sich auf Allah verlassen hat, wer den Weg eingeschlagen hat, dass er von Allah geholfen wird. Und wer es ihn gar nicht kratzt, wer es ihn lieber ist, Fußball zu schauen und sozusagen natürlich, vielleicht fastete den Tag, ja, Alhamdulillah, fastete den Tag, aber ist bereit, vieles zu verlieren wegen dem Fußball. Da möge Allah SWT uns diese Prüfung bestehen lassen. Dass wir, inshallah, uns für den Weg von Allah SWT beschließen. Denn da ist der große Gewinn. Ihr wisst, was alles in Ramadan passiert. In Ramadan befreit Allah SWT Leute, die geschrieben sind, dass sie von Höllenbewohner sind. Die befreit Allah SWT jeden Ramadan. Vielleicht gehört dein Name dazu. Und verbringst Ramadan mit Gottesfurcht, mit sozusagen zurückkehren zu Allah SWT und befreit dich. Warst du vorgeschrieben, dass du in Höllenfeuer bist? Dann schreibt Allah SWT deine Freikarte. Das ist Ramadan. Dass du weißt, wo Allah SWT gesagt hat, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Wer wegbewegt wird von den Höllenfeuern. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Und betretet den Paradies. Der hat den Gewinn erreicht. Das ist der große Gewinn. Nicht der Gewinn von irgendeiner Mannschaft. Die hat den 3:1 gewonnen. Und für uns, manche haben Freude, große Freude, wenn ein Ball in ein sozusagen Tor reinkommt und hat Freude, Euphorie und feiert und geht auf die Straße. Was hast du gewonnen? Ist dein Platz vom Höllenfeuer weg? Bist du schon Paradies? Ist das eine Freude? Was hast du danach? Manche, wal'iyadu billah, die trinken Alkohol als Zeichen von Sieg, machen die noch mehr Sünde. Sie machen Sünde nach Sünde. Sie verlassen ihre Gebete. Sie vernachlässigen die Tage und Nächte, wo man Allah SWT dienen sollte. Wofür? Für Fußball. Weltmeisterschaft.
und eine traurige Nachricht, das habe ich gelesen, das ist passiert. Zwei Algerier. Ich habe gehört, Algerien ist eine Weltmeisterschaft. Zwei Algerier sind tot. Wieso? Weil ihre Mannschaft verloren hat. Haben Herzinfarkt bekommen. So viel Euphorie für Fußball. Sind tot aus Trauer für die Mannschaft, die verloren hat. Ist das, wofür der Mensch seinen Körper gibt? Ist das eine Sache, wofür man stirbt? Der Mensch stirbt fi sabilillah, auf dem Wege von Allah. Nicht auf dem Wege von Fußball und Weltmeisterschaft. Und selbst die Mannschaft hat das ja nicht was gebracht. Der hat niemandem was gebracht. Der hat nur sein Leben verloren. Sein Herz hat aufgehört zu arbeiten. Weil für ihn war die Arbeit nicht mehr wert. Weil er hat alles, was er will, verloren. Er hat sozusagen alles, was er will, ist, dass diese Mannschaft gewinnt. Was für eine traurige Sache. Zwei sind aus Herzinfarkt gestorben. Was passiert noch mit den anderen, die sich streiten, die weitere Sünde machen? Liebe Brüder und liebe Schwestern, fürchtet Allah. Die Fitna ist bei euch zu Hause. Und Ramadan kommt. Und die Vorbereitung von Ramadan ist jetzt. Ihr habt eine Woche Zeit. Ungefähr zwei Wochen Zeit. Zwei Wochen Zeit. Zeigt euer Verhalten zu Allah. Wie willst du Ramadan leben? Das kannst du jetzt zeigen. Wenn du immer noch Euphorie hast und Fußball verfolgst und so weiter, glaub mir, das könnte eine Strafe von Allah sein, dass du in Ramadan Allah nicht richtig tust. Wenn du jetzt aber anfängst, weg von der Fitna, distanzierst dich von der Fitna, konzentrier dich, trainiere, wie du die Ibadat ausführst in Ramadan, dass du einen Lauf bekommst, guck mal, wie Allah dir helfen wird in Ramadan. Machen wir Dua, dass Allah SWT uns von dieser Fitna schützt. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und als letztes, liebe Brüder und liebe Schwestern, an diesem Sonntag kommt inshallah Sheikh Hassan Dabbar zu der Moschee. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ladet alle eure Freunde, und auch für die Frauen gibt es inshallah Möglichkeit, dass sie diesen Vortrag nicht verpassen. Mit dem Sheikh Hassan Dabbar, Abu Hussein, kommt inshallah am Sonntag nach Salat al-Asr. Am Sonntag nach Salat al-Asr. Bitte zahlreich sein und euch gegenseitig inshallah motivieren. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.